Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich habe euch heute meine Produkte mitgebracht, die ich dafür verwende, um mich zu waschen. Ja, ihr fragt immer ganz interessiert, was benutzt du für die Haarpflege, was benutzt du für die Körperpflege, was bringt dich zum Duften, was bringt dich zum Schmunzeln und Lachen, wenn du dich dann mal duscht. Und das habe ich euch heute alles mitgebracht. Ja, ganz viel Haarpflege, ganz viel Körperpflege und wir legen sofort los. Ja. Ich, also gerade erstmal zum Thema Haarpflege, meine Haarbeschaffenheit ist glatt. Ich habe sehr glatte Haare und ich färbe meine Haare auch, schon seit ich 18 war, weil ich so eine ganz, ganz eine ganz langweilige Haarfarbe habe. Ich habe so eine Straßenköter braun-dunkel-blond Farbe, die so ins Grünliche geht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das ist so eine ganz komische Farbe, die ich halt immer anders haben wollte. Und ich bringe mir gerne immer so ein bisschen Wärme ins Haar, also gerne so einen leichten Rotstich, also so ein rötliches Braun. Und genau, das versuche ich immer zu erzielen. Ich färbe mir auch immer nur den Ansatz, because ich habe graue Haare bekommen, als ich 30 wurde, also wirklich Punkt, als ich 30 wurde und da musste erst recht gefärbt werden, nicht nur, weil die Haarfarbe scheiße ist. Genau, da habe ich auch schon mal einen Post gemacht auf Instagram, also falls ihr mir da folgt, also ihr solltet mir nicht nur da folgen, sondern auch hier, ja, ich habe letztens gesehen, dass prozentual ganz viele Leute zuschauen, die kein Abo haben. Also Leute, worauf wartet ihr? Es kostet nichts. Ja, einfach aufs Abonnierglöckchen drücken. Ja, auch noch das Glöckchen, damit ihr mal wisst, wann ein neues Video kommt. Das kostet nichts, tut nicht weh. Und für alle Leute, die immer sagen, oh, warum hast du so wenig Abonnenten? Ja, das sind genau die, die dann nicht abonnieren und dann schauen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also legt los. So, Freunde, meine Haare wasche ich immer so alle 2 Tage. Ja, weil ich halt auch das Problem habe, dass sie relativ schnell dann nachölen. Wie gesagt, Haarbeschaffenheit. Ich habe viele Haare, aber ich habe relativ feine Haare. Manchmal sagt auch der Friseur, ja, du hast dicke Haare. Es ist irgendwie so, ich habe so ein Zwischending aus allem. Ich habe definitiv die Haare und Haarstruktur meiner Mutter geerbt. Danke, Mama. Ab in den Himmel, danke. Meine Haare ja, wachsen total schnell. Also ich habe damit kein Problem. Ich habe halt einfach Glück gehabt. Also manchmal ist es halt einfach nur die Genetik. Ne? Genetik bestimmt halt, ob du einen dicken Arsch bekommst oder halt schöne, lange Haare. Manchmal haben das Problem, dass die Haare nicht so schnell wachsen oder halt nicht so dick sind. Und das ist halt alles Genetik. Ne? Und mit anderen Sachen kannst du halt nur so ein bisschen nachhelfen. Und das tun wir halt mit Haarfarbe und mit gewissen Produkten. Wie zum Beispiel nach dem Haarefärben benutze ich immer das Isana Professional Produkt hier für braunes Haar. Braun und Glanz ist super günstig. Ja, also viele denken immer, boah, du benutzt bestimmt ganz teure Sachen für die Haare. Nein, finde ich albern, weil wenn ich mir jetzt so ein mega teures Shampoo kaufe, das geht ja alles den Ausguss runter. Ne? Und ich gebe keine 30 Euro für ein Shampoo aus. Ist nicht. Und dazu benutze ich natürlich auch die passende Spülung. Riecht übrigens auch göttlich. Also ich liebe dieses Produkt. Oh. Ist einfach nur wunderschön und bringt meine Haare sehr schön zum Glänzen und macht einfach alles, was es soll. Einmal in der Woche mache ich dann auch eine Tiefenreinigung, zum Beispiel hier mit dem Swiss Opal Tiefenreinigungsshampoo. Das benutze ich sehr, sehr gerne, um einfach den ganzen Styling-Dreck aus den Haaren zu waschen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, das benutze ich sehr, sehr gerne. Oder ich folge auf Instagram dem lieben Dejan. Ja, einfach mal Dejan eingeben und da seht ihr schon den Friseurmeister, der super Empfehlungen raushaut. Und wegen ihm habe ich mir das Produkt hier gekauft von L'Oreal Evital. Hydra Hyaluronic Pure, das ist ein entfettendes Shampoo. Also ne, gerade wenn ihr Probleme habt mit der Kopfhaut, dass das schnell nachölt. Das ist ein entfettendes und reinigendes Shampoo. Und dazu dann auch die passende Spülung. Mache ich dann auch einmal die Woche. Und wie gesagt, ansonsten benutze ich halt immer das von Rossmann. Ich halte es nochmal in die Kamera, damit ihr seht, was das ist. So. Und dann für die Haare. Ja, ich habe noch ein Shampoo. Wenn ich so richtig glattes, glänzendes, seidiges Haar haben möchte, dann verwende ich von Gliss-Kur. Dazu gibt es auch eine Spülung, die benutze ich auch sehr, sehr gerne. Liquid Silk Glanz 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 Shampoo.
Das macht wirklich unglaublich seidig, geschmeidige, wunderschöne Haare. Also das kann ich euch sowas von empfehlen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsshampoos. Guckst du hier, gibt es bei Rossmann, gibt es bei DM, also kannst du überall kaufen. Kostet 2 Euro oder so. Und als Treatmentpflege für die Haare benutze ich eigentlich auch nicht viel. Ja, ihr wisst ja, mein absolutes Lieblingsprodukt, die Supermilk von Lush. Riecht nicht nur göttlich, macht die Haare auch schön weich und geschmeidig und ist einfach schön, dann ja durch die Haare zu föhnen. Föhnen ist halt auch so eine Sache. Ich föhne meine Haare nur im Winter, ja, weil meine Haare nicht so lang klatschnass sein sollen, weil ich will mich nicht erkälten. Und im Sommer lasse ich sie immer lufttrocknen und ich föhne sie auch immer nur im Winter, wenn ich sie dann föhnen muss, föhne ich sie nur so ein bisschen an, ja, dass sie halt schon eine gewisse Trockenheit haben und nicht mehr so lange brauchen, um zu trocknen. Und wenn ich sie dann zusammentüttel, dann benutze ich gerne, hier zum Beispiel jetzt relativ neu, ich habe aber auch andere Seiden-Scrunchies, ja, womit ich meine Haare dann zusammentüdern kann und dadurch werden sie auch nicht so stark geschädigt, weil es eben Seide ist und weil es weich ist. Und Haargummis ist sowieso bei mir die Kardinalsregel, alle ohne Metall. Ich habe nur diese schwarzen, dickeren Haargummis, die komplett aus Stoff sind, also nichts aus Metall, ja, dass die Haare gar nicht erst geschädigt werden können oder halt solche wunderschönen Scrunchies wie hier von Lily Silk aus Seide. Ich habe ebenfalls ein Seidenkissen, auf dem ich schlafe, habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt, ja, also das trägt auch dazu bei, dass die Haare nicht so viel Reibung haben beim Schlafen und dass es einfach ja, geschonter bleibt. Oft versuche, ich bin halt auch neugierig, Produkte und probiere gerne Produkte aus, die neu sind und ja, einfach um mich da durchzutesten. Jetzt zum Beispiel habe ich die den Haarhonig aus der Wahre Schätze-Linie von Garnier verwendet, habe ich auch gestern Abend benutzt, bevor ich meine Haare geföhnt habe, habe ich die damit ja, eingerieben und eingerieben. Es reibe sich mit der Lotion ein. Ja, und mag ich ganz gerne. Ist ganz schön, aber jetzt auch nicht so ein Ding, wo ich sage, boah, muss man haben. Ist ein okay Produkt. Wie gesagt, hier mein wunderschönes Lush, die Supermilk. Und kürzlich ausprobiert, weil ich einfach neugierig war, von Color Wow. Da redet ja auch jeder und sein Hund drüber. Das Dream Coat Supernatural Spray. Da finde ich irgendwie, das macht irgendwie gar nichts. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja, da könnte ich auch Wasser in die Haare sprühen, das kommt auch selber raus. Also ja, man soll sich das in die Haare sprühen komplett und dann die Haare föhnen und dann soll man 3 bis 4 Tage einen Schutz haben, Schutz vor Frizz, Schutz vor ja, Nässe und halt, dass die Haare darauf reagieren, dass sie 3 bis 4 Tage geschmeidig und wunderschön sind. Kann ich jetzt nicht bejahen. Also vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, was ich falsch mache oder wie ich es verbessern kann. Ich habe keine Ahnung, aber mir bringt das aktuell nicht viel. So, weitere Produkte für die Haare. Ihr braucht eine gute Bürste. Das ist wirklich Gold wert, ja, und gebt auch gerne ein paar Groschen mehr für eine gute Bürste aus, weil es lohnt sich wirklich. Ich habe die von Marlies Möller. Das ist hier diese ja, ganz klassische Bürste. Und Leute, ihr habt einfach das glänzendste, wunderschönste Haar. Ich meine, ne, also Glanz, da kann ich mich echt nicht drüber beschweren. Die ist einfach wunderschön. Die macht euer Haar super glänzend und geschmeidig. Ich habe die sogar noch in der Reisegröße immer in meiner Handtasche dabei. Die kostet wirklich ein bisschen was, aber ja, kauft sie einfach im Sale irgendwie oder wenn mal Angebote, Prozente sind, kann ich euch wirklich nur empfehlen, kauft sie euch. Ihr habt da echt lange was von, wenn ihr die pflegt und zwischendurch auch reinigt und ja, gut mit ihr umgeht, dann habt ihr wirklich lange was von dieser wunderschönen Bürste von Marlies Möller, ich sag's nochmal so. Ach ja, ich muss nochmal kurz anführen, habe ich am Anfang des Videos vergessen. Ach, ich dumm dei. Alles ist nicht gesponsert. Ja, das ist alles ungesponsert, ich werde nicht bezahlt oder sonst was für alle Sachen, die ich hier zeige. Nur falls wieder jemand irgendwie ausflippt. Also Karen, es ist alles gut, hier wird nicht gesponsert. Danke, du kannst dich beruhigen. Ja, wunderschöne Bürste, ich liebe sie und
Ja, das dazu. Dann habe ich mir, das war jetzt der Grund, warum ich gesagt habe, es ist nicht gesponsert, zu Weihnachten ein kleines Geschenk gemacht. Ich habe es auch vorhin verwendet. Es hat mich verschiedene Aufsätze, unter anderem einen Aufsatz, wo man Frizz mit bearbeiten kann, dass die Haare so ein bisschen besser liegen und ja, nicht frizzen. Und zwar von Shark. Das ist dieses formschöne Gerät, womit ihr Locken und Wellen machen könnt, einfach so ein bisschen Bewegung in die Haare bringen könnt. Ich habe auch hier einen Karton liegen. Zeige ich euch mal kurz in die Kamera. Ja, das ist das Produkt. Das war so eine Limited Edition Farbe. Das ist so ein ja, Petrol, keine Ahnung was, wie man die Farbe nennt, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist das der Shark Flex Style. Hier zeigen. Shark Flex Style. Ihr könnt euch natürlich auch das Originalprodukt von Dyson kaufen, was dann weit über das Doppelte kostet. Ich habe erst, da ist was runtergefallen. Ich habe erst mit mir gehadert, ob ich mir das kaufen soll. Aber dann hat, von dem ich gerade schon gesprochen habe, Dejan, darüber gesprochen und seine Empfehlung dafür ausgesprochen. Und ich habe gesagt, komm, du gönnst dir das jetzt. Und es war, wie gesagt, weitaus günstiger. Was heißt, es ist auch nicht günstig. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, das war ein Angebot, da waren auch Prozente runter, 240 € dafür bezahlt. Das ist auch viel Geld. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber was kostet das Original? 500, fast 600 €. Das ist dann schon einiges, was man spart. Und ich habe das Original auch schon mal ausprobiert. Ja. Und ganz ehrlich, ich sehe keinerlei Unterschied. Es ist wirklich, es arbeitet genau gleich. Ne? Es saugt die Haare ein, macht dann eine schöne Welle und ihr habt halt schöne Bewegungen in den Haaren. Und wie gesagt, es hat verschiedenste Aufsätze. Ja, ihr habt entweder die dicke Rolle, ihr habt die dünne Rolle, die saugen dann die Haare auch in verschiedene Richtungen ein. Und ne, ihr habt das gegen Frizz und da sind noch viele weitere Aufsätze drin. Also ich kann euch das echt empfehlen, falls ihr nicht so viel Geld für den Dyson ausgeben wollt. Shark is the way to go. Und ich bin so zufrieden mit dem Gerät. Also, wie gesagt, ich habe es heute so ein bisschen dafür verwendet, um Frizz loszuwerden, um die Haare so schön glatt zu machen. Und unten habe ich versucht, so ein kleines bisschen Welle reinzubringen. Aber ich muss bald auch wieder zum Friseur, um meine Spitzen zu schneiden, weil die sind jetzt schon wieder so lang, dass ich mit denen kaum was machen kann. Na, da kommt halt kaum Bewegung rein und meine Haare hängen sich sowieso schnell aus, weil die einfach glatt sein wollen. Meine Haare wollen glatt sein. Meine Mutter hatte auch mal das Problem, die hat sich immer eine Dauerwelle machen lassen, weil die Haare einfach so glatt waren. Und das ist halt, ja, wie gesagt, Genetics. So, verabschieden wir uns dann von den Haaren. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, ja, was für euch irgendwie Inspiration und sinnvoll war. Also wie gesagt, ich mache echt nicht viel. Ich gebe auch echt nicht viel Geld für meine Haare aus, weil ich einfach geizig bin. Ich probiere natürlich gerne aus. Aber wie gesagt, einfache Produkte mit guten Inhaltsstoffen, ja, können euch wirklich sehr schöne Haare verschaffen. Und wie gesagt, es ist halt auch viel Genetik. Es ist genau wie mit der Haut. Ja, viele Leute sagen, oh mein Gott, du hast so eine tolle Haut, wunderschön. Ja, DNA, ne? Es ist halt, wenn man Pech hat, dann hat man Pech. Wenn man kein Pech hat, dann ist es, ne? Die einen haben Größe-Möppis, die anderen haben kleine Möppis. Ne? So ist es halt. So ist das Leben. So muss man dann go with the flow. Freunde, jetzt reden wir noch kurz über The Body. Ja, ich habe natürlich auch gut riechende Produkte, mit denen ich gerne unter der Dusche arbeite. Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Duschgels. Von Dermacol Prac Aroma Ritual Macadamia Truffle. Und ihr möchtet euch einfach essen. Das bestelle ich immer bei Notino. Kostet mal so um die 2,30 € oder 3 €. Und boah, ihr möchtet euch einfach aufessen. Es riecht nach milchige, weiße Schokolade mit Trüffel. Wie, wirklich wie so eine Praline mit Creme gefüllt. Oh, ihr möchtet euch wirklich aufessen. Das ist so ein unglaublich leckeres Duschgel. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das jetzt schon nachgekauft habe. Locker schon 15 Mal. Also, ich liebe das unglaublich. Wenn ihr euch ein bisschen Luxus gönnen wollt und also wirklich Luxus, das ist eigentlich etwas, was man sich nicht selber kauft. Auch ich habe das geschenkt bekommen von Molton Brown London. Das hier ist der absolute Shit. Das ist das Mesmerizing Oud Accord and Gold Bath and Shower Gel. Also, ihr könnt es zum Duschen und für die Badewanne verwenden. Es hat so kleine Goldflöckchen drin, also das allein ist schon luxuriös. Und das riecht, boah,
als ob ihr in eurem Chalet in der Schweiz gerade duscht. Im Wohnzimmer flackert der Kamin. Es ist gemütliches, warmes, wunderschönes Licht. Holz überall. Also so eine Holzhütte. Es ist, oh, es riecht einfach so edel. Und ich finde die Textur von den Molten Brown Duschgehen, die ist dick. Die hat wirklich so eine Cremigkeit. Ist also dadurch auch sehr, sehr ergiebig. Und das ist wirklich so ein Duschgel, was man nach der Dusche auch noch riecht. Ja, also viele Duschgele, die nimmt man leider nach dem Duschen nicht mehr so wahr, nur unter der Dusche. Aber das, da riecht man wirklich noch später dieses wunderschöne Oud, dieses cremige, rauchige Oud. Oh, göttlich, einfach nur göttlich. Das empfehle ich euch wirklich von Herzen. Und als Bodylotion, das hier ist die Bodylotion, die ich immer verwende. Also da wechsle ich natürlich auch und probiere gerne neue Sachen aus. Aber Bettina Barty Kakao Hand and Body Lotion, auch natürlich die Vanille-Version, die habe ich jetzt vergessen hier hinzulegen, die ist aber auch schon fast leer. Vanille habe ich immer im Haus, weil die Vanille-Version erinnert mich immer an meine Oma und die hat die früher immer benutzt. Früher war die auch noch so ein bisschen intensiver als heute. Aber ja, das verbinde ich einfach mit meiner Kindheit. Aber diese Kakao-Bodylotion, wow, die riecht so geil. Oh, wenn ihr Milchschokolade mögt, ja, also dieses wirklich so helle Kakaopulver. Oh, es ist einfach nur göttlich. Das ist so göttlich. Und dann auch noch in Verbindung mit so einem Duschgel danach. Perfekte Paarung. Und dann habe ich hier noch eine Bodylotion, die ich vor einigen Monaten gekauft habe. Von Fenty Skin, die Butter Drop Warm Cinnamon Shimmering Whipped Oil Body Cream. Das ist eine sehr reichhaltige Bodylotion. Das sieht man auch, glaube ich, schon von der Textur. Die ist richtig schön aufgeschlagen, so gewippt und hat auch so goldene Flöckchen drin. Also ganz zarter goldener Schimmer. Für mich könnte der Zimt hier drin noch intensiver sein. Ja, das ist so wirklich so ein ganz, riecht danach wie so ein Zimtbrötchen. Also wirklich wie Franzbrötchen, aber halt wirklich ganz leicht und zart. Das ist ein schöner Duft, aber Fenty Skin, bitte, bitte macht das Ding intensiver. Ich kann es euch nur raten. Das ist sehr, sehr. Also von der Textur ist es wirklich buttrig, nährend, wunderschön. Und dann habt ihr auch noch diesen tollen Goldschimmer, den ihr in der Sonne sehr, sehr gut sehen könnt. Also auch ein sehr, sehr schönes Produkt. Und das war's. Das sind meine Produkte, die ich gerne zum Duschen und zum Haare waschen verwende. Und ja, wenn ihr noch Fragen irgendwie zu den Haaren habt, dann oder zu irgendwelchen Sachen, die ich gezeigt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, abonniert den Kanal. Ich kann es euch nur zweimal sagen. Ich weiß, früher habe ich das immer unterlassen, das zu sagen. Und ich wollte nie Werbung machen. Aber ganz ehrlich, mittlerweile geht es mir echt auf den Keks, weil mir ständig gesagt wird, oh, du verdienst so viel mehr Abonnenten. Und da denke ich mir, ja, aber ihr guckt euch meine Videos an, ohne es zu abonnieren. Warum? Also, ja, bitte tut mir den Gefallen. Auch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Für den Loch-Algorithmus von YouTube. Ja, also, wenn keine Daumen nach oben gegeben werden, also, dann sieht auch keiner meine Videos. Und dann, ja, gehe ich halt in dem Haifischbecken von anderen YouTubern unter. So ist es halt leider. Und ja, wir wollen ja, dass dieser Kanal noch ein bisschen wächst und dass wir ja weiterhin so wunderschöne Videos erleben dürfen. So, ich danke euch vielmals für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, das Video. Also, mein Gott, heute habe ich es wieder, ne? Euch das Video anzuschauen und für eure lieben Kommentare natürlich auch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.